Ihr von Timeline Hunsrück sind heute zu Gast im Provinzkino in Simmern im Gespräch mit Herrn Spörri, der Festspielleiter der Heimat Europa Filmfestspiele. So, Herr Spörri, wie sind Sie denn zu uns auf den Hunsrück gelandet? Ja, das ist eine lange Geschichte tatsächlich. Mich verbindet mit Edgar Reitz so einiges. Ich habe in Mainz das Mainzer Filmfestival des Films lange geleitet, während meines Studiums schon. Und als dann Edgar Reitz Frühwerk restauriert wurde, also alles, was vor der Heimat der legendären Saga war, da habe ich dann zum ersten Mal mit ihm Kontakt gehabt und dieses Frühwerk als Festival ausgerichtet in Mainz. Und seitdem, das sind jetzt 11 Jahre her, ist da so eine Freundschaft erwachsen und wir haben viele Veranstaltungen zusammen gemacht. Und so kam es dann eben auch letztes Jahr, dass ich das Heimaten-Filmfestival in Simmern ausrichten durfte als Kurator mit dem Provinzkino zusammen. Ja, und jetzt bin ich hier. Und es gefällt Ihnen bei uns? Ich kann mich tatsächlich nicht beklagen. Es ist eine großartige Landschaft schon mal. Ich kann ja gar nicht verstehen, dass so wenig Touristen hier sind. Und gleichzeitig so viele Menschen, die wirklich begeistert an kulturellem Neuem mitarbeiten. Das ist richtig klasse. Also ich finde es richtig toll, hier was aufbauen zu können. Und wie wichtig ist Ihnen denn die Kultur in Ihrem Leben oder was hat das für eine Bedeutung für Sie? Also ich würde sogar so weit gehen, Kultur ist mein Leben. Ich habe Filmwissenschaft studiert in Mainz und habe dann eine Festivalkarriere eingeschlagen, sowohl als Macher von Festivals als auch als Moderator. Das heißt, ich bin auf ganz vielen Filmpremieren unterwegs, ich moderiere viele Veranstaltungen aus diesem Umfeld und auch im Privaten bin ich ein totaler Kulturmensch. Und umso schöner ist es jetzt als Kulturmanager, der ich nun mal auch beruflich bin, jetzt hier über 5 Jahre ein solches Festival hier in den Hunsrück zu bringen. Und das wird 4 Wochen lang dauern, das heißt, man kann richtig viel in diesen 4 Wochen erleben. Und Sie begleiten uns auch oder helfen auch dem Rhein-Hunsrück-Kreis während der Filmfestspiele, die ja dieses Jahr wegen Corona als Autokino laufen werden. Gibt es denn da schon genau, wo wird es denn stattfinden? Wo wird denn der Festplatz sein in dem Sinn dann? Genau, also das Autokino findet statt auf dem Rathausplatz. Falls sich der eingefleischte Simmerner jetzt fragt, wo ist das eigentlich? Das ist dieser Schotterparkplatz neben dem Rathaus, wo dann das neue Schwimmbad entstehen wird. Da war früher der Wasgau. Und da wird jetzt das Autokino sein und Platz für 150 Fahrzeuge pro Vorstellung. Das heißt, da wird eine richtig schöne große Leinwand vorne sein und da können richtig viele Menschen dann die Filme gucken. Der Ton kommt ins Autoradio und das Bild vorne auf die Leinwand. Und wann genau findet es statt? Das findet statt vom 9. August, das ist ein Sonntag, bis zum 6. September. Also 4 Wochen lang wird da wirklich was geboten sein. Und das Besondere ist, im Moment finden Filmfestivals nur im Internet statt als Ausweichmöglichkeit. Wir werden das allererste Festival in Deutschland sein, das wieder analog stattfindet. Also mit Menschen vor Ort, mit Filmschaffenden vor Ort und Programm drumherum. Wird denn auch für das leibliche Wohl gesorgt? Also kommt man auch in den Genuss von Popcorn? Also wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass wir natürlich immer verfolgen, was die neuen Corona-Auflagen sind, ganz klar. Für das Autokino, was jetzt an Pfingsten für 4 Tage schon passiert, vom Provinzkino organisiert, gibt es zum Beispiel schon die Möglichkeit, dass man sich Popcorn vorher bestellt, online mit dem Ticket dazu. Und das kann man sich dann vor Ort abholen. Da ist halt wichtig, dass da nicht vor Ort ein Stand sein kann, wo man noch spontan was kaufen kann. Das ist im August, aber dann vielleicht schon mal wieder was anderes. Deswegen, wir gucken im Moment so von Woche zu Woche und werden natürlich auch dann, wenn das Festival losgeht, darauf reagieren, was die Auflagen sind. Und das Autokino jetzt an Pfingsten, findet das auch auf dem Rathausplatz statt? Genau, weil die Infrastruktur ist dort am besten gegeben. Wir haben mehrere Plätze in Simmern uns angeschaut und überlegt, was könnte der beste sein. Da war der eine vielleicht ein bisschen gemütlicher als der andere. Dafür hatte der Rathausplatz jetzt eben die perfekten Gegebenheiten. Weil man kann super drauf fahren, man kann super abfahren. Also das Wegeleitsystem ist toll. Und auch die Hunsrückhalle mit den Toilettenanlagen zum Beispiel ist ein großer Vorteil. Und auch Stromanschlüsse, das ist dort viel mehr gegeben. Und natürlich steht die Gesundheit im Mittelpunkt in diesem Jahr, gar keine Frage. Und das können wir tatsächlich, nachdem wir jetzt uns beratschlagt haben, mit vielen Ämtern auch auf dem Rathausplatz am besten gewährleisten. Welche Filme werden denn dann dort laufen? Jetzt an Pfingsten sind es deutsche Mainstream-Filme, klassische Blockbuster, sage ich mal. Also da läuft dann Nightlife mit Elias Mbarek, der neue. Das perfekte Geheimnis ist dabei, Enkel für Anfänger und der Film über Udo Lindenberg, Lindenberg macht ein Ding.
Und das hebt sich tatsächlich dann nochmal sehr stark ab von dem, was wir bei den Festspielen zeigen. Da ist es dann ein klassisch kuratiertes Programm, was verschiedene Reihen beinhaltet. Und die Tickets kann ich ganz bequem, wie Sie schon sagten, online bestellen über die Seite vom Provinzkino, dann jetzt für am Pfingsten mir dann schon mal mein Ticket zu sichern. Genau, das ist ganz wichtig. Also es können nur und ausschließlich Online-Tickets gekauft werden auf der Seite vom Provinzkino, also pro-winzkino.de. Und dort sind alle Tickets. Dort ist auch genau das zu sehen, wie man an Popcorn kommt, wie man an Getränk kommt. Das kann man sich alles vorher oder muss man sich ja leider alles vorher aussuchen. Aber da hilft es auch schnell zu sein, weil die Erfahrungswerte der umliegenden Autokinos haben gezeigt, die Nachfrage ist ziemlich groß. Also wenn Sie kommen wollen, dann unbedingt schnell mal auf die Seite gehen und schon ein Ticket sichern. Okay, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hätte vielleicht noch eine Sache gerne Natürlich. ergänzt. Ich finde es auch besonders wichtig, dass man jetzt das Provinzkino unterstützt. Das ist das Kino, was hier in der Region einfach das Programm macht. Es gibt so wenig anderes an Angeboten dazu und die haben geschlossen jetzt. Die Auflagen sind zu groß, um da jetzt direkt aufzumachen, weil einfach das nicht rentabel wäre. Deswegen, wenn ihr da draußen unterstützen wollt, das Provinzkino, dann unbedingt entweder zum Autokino kommen oder einen der Gutscheine kaufen. Das ist ganz wichtig, um das Kino auch nach der Krise überleben zu lassen. Und dann vielleicht nochmal, um sicher zu gehen, für wie viel Autos haben Sie denn Platz auf dem Rathausparkplatz? Genau, also nach aktuellen Planungen passen da 150 Autos hin. Im Moment kann man mit 2 Personen pro Auto rechnen. Das heißt, es dürfen 300 Menschen auf den Platz, plus eigene Kinder dürften noch mit dazu. Das heißt eigentlich sogar noch ein paar mehr. Die Kinder kosten in dem Fall sogar gar nichts an dem Pfingstwochenende. Also das ist dann unproblematisch. Und falls Sie sich wundern, wie das dann funktioniert, also der Ton kommt aus dem Autoradio. Es wird eine UKW-Frequenz geben, die Sie einstellen können am Autoradio. Oder wenn Sie es richtig nostalgisch machen wollen und ohne Batterieangst, ein batteriebetriebenes Transistorradio mitbringen, das hilft dann immer. Da funktioniert das ganz reibungslos und man fühlt sich auch noch so ein bisschen wie in der Blütezeit der Autokinos. Okay, vielen lieben Dank. Ich Wir danke sehr. freuen uns und Hut ab vor Ihrer Arbeit und bleiben Sie gesund. Ich hoffe, wir sehen uns. Danke.